Durch Putins Krieg bleibt bei der Ampel so einiges liegen. Anfang der Legislaturperiode hatten sie angekündigt, Cannabis soll legalisiert werden. Bisher ist nichts passiert. Und obwohl es immer noch verboten ist, wird in Deutschland immer mehr gekifft. Sie kriegen das wahrscheinlich auch mit. In vielen deutschen Parks gibt es inzwischen mehr Gras in den Taschen als auf den Wiesen. Es wird auch mehr gekokst. Wir erleben in Deutschland eine regelrechte Kokainschwemme. Der Konsum von verbotenen Drogen nimmt zu und man fragt sich so ein bisschen, warum eigentlich? Illegale Drogen sind doch eigentlich illegal, oder? Und wenn Cannabis freigegeben wird, werden dann nicht noch mehr Menschen konsumieren? Gucken wir uns das mal genauer an. Hefte raus, Drogengeschichte. Schon auf jahrtausendealten Höhlenmalereien sind psychedelische Pilze zu sehen. Offenbar haben Menschen immer schon Drogen konsumiert. Da wurde die Wandmalerei dann schnell mal zum Animationsfilm. Also schon in der Urzeit hat man sich fröhlich weggedröhnt. In China wurde schon vor 2500 Jahren gekifft und zwar vollkommen legal. Auch Kokain war selbst am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht verboten. Es wurde aber nicht durch die Nase gezogen. Es wurde zum Beispiel als Mariani-Wein getrunken. Das war Wein gemischt mit Kokain. Und für diesen Wein hat sogar der damalige Papst Leo XIII. Werbung gemacht. Wahrscheinlich, weil ihm der Rausch vom Weihrauchkiffen nicht stark genug war. Mariani-Wein war absolut legal. Nur einige Amerikaner lehnten diesen Mariani-Wein ab. Nicht wegen des enthaltenen Kokains, sondern wegen des enthaltenen Weins. Und für die wurde ein alkoholfreies Getränk erfunden, in dem auch Kokain drin war. Coca-Cola. Ja, in Coca-Cola war anfangs Kokain ein fester Bestandteil. Und ich denke, bis heute war es der gesündeste. Um 1900 herum konnte man auch hier Kokain und Heroin einfach in der Apotheke kaufen. Zum Beispiel von Bayer. Zusammen mit Aspirin. Praktisch, oder? Aspirin plus H. Also wenn sich unsere Urgroßeltern damals über Drogen informieren wollten, dann lasen die nicht wir Kinder vom Bahnhof Zoo, sondern die Apothekenumschau. Dann aber hat sich alles geändert. Die Drogenpolitik weltweit hat sich geändert und zwar initiiert durch einen strengen amerikanischen Kirchenmann, Charles Brent, der auf den Philippinen eine Missionarstellung ausübte. Brent störte, dass es auf den Philippinen viele opiumabhängige Chinesen gab. Drogen widersprachen seiner Ansicht nach dem, was die Bibel fordert. Obwohl das Wort Joint in den 10 Geboten meines Wissens überhaupt nicht vorkommt. Aber Brent war sich sicher, Drogen bringen Menschen in irgendwelche Fantasiewelten ohne Bezug zur Realität. Und das passt halt nicht zu einer Religion, in der Jungfrauen vom Heiligen Geist schwanger werden oder Männer übers Wasser laufen oder in den Himmel fliegen. Nein, für Brent passten Drogen und Christentum nicht zusammen. Gott nimmt keine Drogen. Obwohl man bei manchen seiner lustigen Geschöpfe durchaus die Vermutung haben könnte. Beim Wasserreh zum Beispiel oder beim Koboldmaki oder beim Nasenaffen. Missionar Brent hatte damals sehr gute Beziehungen zum US-Präsidenten Theodore Roosevelt. Und er überredete Roosevelt auf den Philippinen ein Drogenverbot einzurichten. Und das hat gewirkt. Es wurde nämlich mehr Opium konsumiert als zuvor. Das Zeug wurde jetzt allerdings illegal aus den Nachbarländern geschmuggelt, was für große Freude bei den Kriminellen sorgte. Die machten ab jetzt jede Menge Kohle. Und so muss man sagen, Prohibition ist einfach gelebte Wirtschaftsförderung für die Mafia. Wenn Drogen verboten werden, dann übernehmen Kriminelle das Geschäft und deren Ziel ist es, immer mehr Drogen zu verkaufen. Es gibt dann weder weniger Drogen noch weniger Drogentote. Der Krieg gegen die Drogen tobt seit über 100 Jahren und man kann sagen, im Vergleich dazu läuft es für Putin in der Ukraine gerade richtig super. Klar, der Gedanke ist erstmal naheliegend. Man muss Drogen einfach verbieten, dann wird dadurch der Zugang erschwert. Es funktioniert nur leider nicht. Trotz Verbot findet man in deutschen Innenstädten schneller illegale Drogen als einen Parkplatz fürs Fahrrad oder eine öffentliche Toilette, die nicht total versifft ist oder ein Straßenmusiker, der ausnahmsweise nicht singt wie Ed Sheeran. Außerdem muss man ja heute nicht mal mehr in schummrigen Bahnhofsunterführungen rumlungern und sich von Dealern anquatschen lassen. Man kann heutzutage auch Drogen ganz bequem im Internet bestellen und mit Kryptowährungen bezahlen. Und die werden dann einfach nach Hause geliefert. Geht alles. Drogen werden gestreckt und gepanscht. Es werden natürlich alle möglichen Chemikalien da reingehauen. Was dazu führt, dass die Konsumierenden überhaupt nicht wissen, was sie zu sich nehmen. Es gibt ja bei harten Drogen keinen Ausweis der Inhaltsstoffe wie bei Medikamenten oder Nahrungsmitteln. Ist ja völlig klar. Jetzt fragt man sich natürlich, gibt es denn möglicherweise eine Alternative zu Verboten, zu dieser Politik der Prohibition? Und es gibt sie. Man sieht es zum Beispiel
in Portugal, wie sowas funktionieren könnte. Vor 20 Jahren galt Portugal noch als Drogensupermarkt Europas. Inzwischen wird man für den Besitz von illegalen Drogen aber nicht mehr ins Gefängnis geworfen. Es ist noch verboten, aber man wird nicht kriminalisiert. Man bekommt psychologische Betreuung angeboten. Und siehe da. Trotz Entkriminalisierung konsumieren in Portugal die besonders gefährdeten jungen Erwachsenen bis 34 immer weniger Kokain. Auch der Vergleich mit dem EU-Durchschnitt zeigt, dass die Zahl der Drogentoten sich in Portugal deutlich unter dem Schnitt bewegt. Ist doch interessant, oder? Da fragt man sich doch, könnte man nicht nach so einer langen Zeit der Prohibition es einfach mal anders versuchen? Und ist nicht zumindest die Legalisierung von Cannabis in Deutschland wirklich überfällig? Ich denke, sie ist überfällig. Und ich sage das als bekennender Nicht-Kiffer, ausdrücklich. Ich will keine Werbung machen für Drogen. Im Gegenteil. Ich denke halt nur, dass die bisherige Politik gescheitert ist. Und nach einer Legalisierung könnte sich die Polizei um Wichtigeres kümmern. Ne? Und staatlich kontrollierte Produktion würde gepanschte Drogen vom Markt verdrängen. Es gäbe dann keine Substanzen mehr wie Haarspray. Im Haschisch gibt es ja häufig für den perfekten Glanz. Auch der THC-Gehalt, also die Stärke des Stoffes, könnte kontrolliert werden und so weiter. Der Staat könnte außerdem Steuern einnehmen, mit denen man zum Beispiel Drogenprävention finanzieren könnte. Man fragt sich wirklich, warum haben die das nicht längst schon gemacht? Und ich glaube, der einzige, der wahre, der wirklich, also für mich der einzig plausible Grund dafür, dass man mit der Legalisierung so lange gezögert hat, ist folgender. Die Politikerinnen und Politiker im Bundestag haben einfach Angst vor Coffeeshops mit dämlichen Berliner Hipsternamen wie Günthers Gras oder Heide Wietzka oder Crowdfunding oder Shit Happens oder Hashtala Vista oder. Mehr zu diesem Thema bietet die sehr sehenswerte Doku Drug Nation vom SWR, finden Sie in der ARD Mediathek. Guten Tag, mein Name ist Christian Ehring und ich möchte mit Ihnen über Abos reden. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, einfach hier zu klicken und extra zu abonnieren? Völlig kostenlos und unverbindlich? Hier gibt's übrigens direkt das nächste Video von uns. Ja, trauen Sie sich. Es lohnt sich.